50 Jahre Sportverein Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. ein Grund zum Feiern. Circa 1000 Sportlerinnen und Sportler, davon mehr als 400 Kinder und Jugendliche in 10 Sportabteilungen, treiben hier ihren Sport. 70 Jahre sind eine lange Zeit, das weiß auch Ehrenpräsident Klaus Lehmann des SV BVB 49 e.V. Wir haben wirklich Stefanie Pantlich zum Beispiel, war eine Leichtathletin, die im Ansehen als Geherin den Verein vertreten hat. Also wir haben wirklich nicht nur im Breitensport, sondern wir haben auch wirklich im Spitzensport Geschichte mitgeschrieben für die Stadt Berlin. Der Verein ist sich bewusst, dass durch das Tragen von Verantwortung, durch die vielen ehrenamtlichen Trainer, Betreuer und Helfer, der Breitensport und viele Spitzenleistungen sonst nicht möglich wären. Deshalb war klar, Vereinsmitglieder müssen geehrt werden. Das gehört einfach dazu, dass verdiente Mitglieder einfach mit geehrt werden. Ja. Geehrt wurde zum Beispiel Dietmar Richter höchstpersönlich vom Landessportbund. Er ist schon seit 1958 Mitglied und seinen Ehrenpreis erhielt er wegen seines Engagements. Auch der Bezirkssportbund ehrte Präsident Wolfgang Gripp. Wir haben eine neue Ausrichtung im Verein als solches, wo ich sagen muss, wird dies alles aufgehen, was wir uns wünschen als solches. Aber nach dieser Vorstellung, die wir heute hatten, bin ich sehr optimistisch. Das macht mich froh, in die Zukunft blicken zu lassen. Auch wenn der Verein mit 10 Sportarten rund läuft, blicken die Augen trotzdem in Richtung Zukunft. Wir haben gesagt, dass wir im Behindertensport tätig sein wollen. Wir wollen ein Jedermann-Orchester aufbauen. Wir wollen Sprechstunden aufbauen für unsere Mitglieder zum Thema soziale Versorgung, sprich Wohnungssuche, Arbeitsplatzsuche, Ausfüllhilfen und Schülerhilfen für unsere Mitglieder. Das Ziel, mehr Vereinsmitglieder. Vielleicht darf der SV BVB 49 e.V. zum 80-Jährigen noch mehr Sportlerinnen und Sportler einladen.